Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Madefitz und wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr den Weg erfolgreich gefunden zu meinem neuen YouTube-Kanal Madefitz Gaming. Ich werde versuchen, auf diesem Kanal wöchentlich ein Video zum Thema AutoChess Mobile hochzuladen, in dem ich euch Tipps und Tricks gebe, wie die Meta aussieht, welche Konstellationen an Einheiten zusammen gut funktionieren. Und ja, dieses Video habe ich am Montag gemacht und heute ist Donnerstag, also wird es eher ein Audiokommentar zu dem Video sein und ich werde versuchen, euch zu erzählen, warum ich welche Einheit genommen habe. Als erstes, ich versuche mal alle Einheiten auf Deutsch zu nennen, habe dort noch die Sprache auf Englisch eingestellt, aber ich denke, es wäre ganz cool, wenn man tatsächlich auch mal die deutschen Namen hört. Und als erstes habe ich den Soulbreaker, also den Seelenzerstörer, verwendet, weil ich denke, er ist eine gute Einheit für den Anfang des Spiels. Habe auch gleich als erstes den Magical Crystal bekommen, was ein super Item für den Anfang ist. Als zweites habe ich den Himmelsbomber gewählt, weil ich gehofft habe, oder weil ich zu dem Zeitpunkt hoffe, auf die Mech- und Goblin-Synergie zurückzugreifen, die im Anfangsspiel einfach super stark ist. Und ja. So. Jetzt habe ich ein bisschen Glück und bekomme gleich als nächstes den Himmelsbrecher auf. Ist der Himmelsbomber auf Level 2 und nehme noch einen Seelenzerstörer mit und den Radix Chief. Der Radix Chief ist ein guter Krieger für den Anfang. Ja, und ich hatte noch ein Gold geholt. Deswegen habe ich ihn genommen. So, jetzt habe ich schon vier Items über. Einmal das Schild. Ist schon mal ein gutes Item für den Start. Könnte nachher umgewandelt werden in die himmlische Gabe, was so ein Schild für alle Einheiten gibt. Ja, jetzt hatte ich ein bisschen Glück und habe gleich als die nächste Einheit zweimal den Radix Chief und den Seelenzerstörer bekommen. Habe damit drei 2-Sterne-Einheiten und besser geht es am Anfang nicht. Also, nein, es geht eigentlich nicht mehr besser. So einen Start habe ich leider nicht immer, aber in dem Spiel schon. Und die drei Einheiten werden mich auf jeden Fall während des Spiels relativ lange begleiten. Und das sichert mir auf jeden Fall die Winstreak über ein paar Runden, hoffe ich. Ja. Auf meiner Bank sitzt jetzt noch der Himmelsbrecher und den werde ich jetzt gleich, glaube ich, einsetzen, wenn ich nicht den Ripper bekomme. Und damit hätte ich dann nämlich meine Synergie Mech und Goblin voll. Die Mech-Synergie gibt einer Einheit so einen Heilungsbonus und die Goblin-Synergie, glaube ich, für alle Goblins so ein Heilungsbonus. Oder umgedreht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, jetzt habe ich Glück. Der Ripper ist da. Also setze ich, hoffentlich denke ich, den Ripper ein. Ansonsten hätten wir dann noch das Einhorn, was ich genommen habe, und die Quelle der Magie. Die Quelle der Magie ist immer so eine Einheit, um so ein Mage-Bild hochzuziehen, um allen Einheiten mehr Mana zur Verfügung zu stellen. Aber mit unserem jetzigen Line-Up kommen wir auf jeden Fall ziemlich weit und da brauchen wir die Quelle der Magie und das Einhorn nicht. Das Einhorn habe ich auch nur gekauft, damit ich es unter Umständen verkaufen kann, weil mit zwei Einhörnern und einem... Oh mein Gott, wie heißt der jetzt auf Deutsch? Der gute Whispers hier.
Hat er überhaupt einen deutschen Namen? Ich denke schon. Und zwar der flüsternde Prophet. Da ist er ja auch. Der Whisper Seer. Mit dem flüsternden Propheten zusammen und dem Einhorn und zwei Einhörnern könnte man ein Zwei-Sterne-Einhorn bilden. Und wenn man es verkauft, verkauft man es für 3 Gold. Und 2 Einhörner kosten nur insgesamt 2 Gold. Also macht man 1 Gold Gewinn. So. Deswegen ist er jetzt auch schon auf meiner Bank. Und im Shop war gerade nichts Besseres über. Ja, der Gegner geht gerade auf Krieger. Aber mit meinen ganzen 2-Sterne-Einheiten ist das kein Problem. So, Runde 7. Da ist ja jetzt auch schon der Holzweiser. Der Warpo Sage. Ich denke, ich nehme ihn. Weil er mir die Chance lässt, vielleicht in den Fessert-Bild zu gehen. Deswegen nochmal der Blick auf die anderen Gegner. Ganz unten waren jetzt 3 Spieler, die auf Krieger gehen. Oben die ersten beiden, also erster Platz war ich. Darunter die 2, der Druid und der Septom. Haben auch schon Krieger, also mindestens 3. Und dagegen ist der Fessertbild auf jeden Fall nicht so schlecht. Und der Fessertbild ist sowieso gerade in der Meta relativ weit oben. Wenn es nicht unglaublich viele Mage-Spieler gibt. So. Aus dem Shop kaufe ich mir den Hessen-Bomber. Bin bei 10 Gold. Kriegt dadurch in der Runde 1 Gold Interest dazu. Hätte ich 20 Gold, würde ich 2 Gold Interest bekommen. Hätte ich 30, dann 3 und so weiter. Und bei 50 hört das Ganze auf. Ab 60 bekommt man trotzdem nicht 6 Gold dazu. Zumindest nicht im ganz normalen Ranked-Modus. In diesem Fantasy-Modus ab und zu gibt es da dann auch noch mal ein bisschen mehr. So, der Gegner geht anscheinend Dämon. Ein sehr interessanter Bild. Ich versuche den oftmals zu spielen, aber es gelingt mir eher nicht. Ich werde meistens Rang 6, 7. Ja. Und in dem Spiel wurden sie mir halt einfach nicht geboten. So, aus dem Shop nehme ich den Whisper Seer natürlich mit. Quatsch, den. Wir bleiben bei Deutsch. Den flüsternden Propheten. Nehmen wir mit und wir können gleich auf 2 Sterne hochleveln. Durch den Druiden. Ne, ist nicht der Druidenbonus. Ist der Druidenbonus? Ja, das andere ist der. Beast. Wie auch immer. Ja. Und durch den Druidenbonus braucht man halt nur 2 Druiden und man kann die hochleveln. Auf Level 3 braucht man dann halt 2 Level 2 Druiden und man braucht halt alle 4 Druiden, um das zu machen. Dazu gehört das Einhorn, der Holzweiser, der flüsternde Prophet und nachher noch die Klaue. Und wenn man die alle 4 hat, dann kann man aus den 2 2-Sterne-Einheiten eine 3er-Einheit bilden. Hingegen man für die anderen immer 3 2-Sterne-Einheiten braucht. So. Also. Hier nehme ich noch den Venomancer mit. So ganz abgeschlossen mit dem Mech-Goblin-Bild habe ich noch nicht. Warum ich ihn jetzt nicht einsetze, ich habe keine Ahnung. Aber ich tue es nicht. Ja. So, die nächste Runde ist eine Creep-Round.
in der ist immer zu empfehlen, auf die Liste zu gucken der Gegenspieler. Zumindest habe ich das in der letzten Zeit gelernt, weil man hat in der Runde einfach Zeit dafür und kann halt gucken, welchen Bild fahren denn meine Kontrahenten. Vielleicht hätte ich den Venomancer nicht picken sollen, weil dann wäre ich bei 30 Gold gewesen und hätte noch ein Gold mehr als jetzt. Aber da ich halt mit dem Goblin-Mech-Bild nicht ganz abgeschlossen habe, habe ich ihn behalten. Gut. Einmal gerollt. Wofür auch immer. Ein Unicorn habe ich gefunden. Kann ich halt gleich. Und den Lichtfeder-Assassin. Der auch für mein Fässerbild extrem wichtig ist. Den Fässerbild kann man entweder mit drei. Drei Bogenschützen oder mit drei Assassinen bilden. Zumindest ist das so am effektivsten. Da ich den Lichtfeder-Assassin als erstes gefunden habe, nehme ich halt vermutlich die drei Assassins. Einmal den Lichtfeder-Assassin, den, wenn ich ihn dann finde, den, wie heißt der andere? Moment, ich habe hier so eine coole Liste, da stehen alle Namen auf Deutsch. Schattenkriecher. Genau, den Schattenkriecher und als dritten Assassin nachher den Herr des Sandes. Aber so weit sind wir noch nicht. So, bis jetzt läuft es noch ganz gut. Ja, der Gegner hat ziemlich viele Krieger, die extrem viel Rüstung haben und dazu auch noch ein, zwei Sterne. Ne? Wie heißt die gute? Die Phantomkönigin. Die Phantom Queen. Auf zwei Sterne. Und die ist anscheinend so mächtig, dass sie mich platt gemacht hat. Okay, hier kam jetzt meine Entscheidung. Ja, ich habe jetzt hier zweimal den Tabu-Hexer und den Herr des Sandes und habe mich entschieden, okay, alles klar, wir gehen auf den Fässerbild und werden nach und nach die Zwei-Sterne-Einheiten austauschen durch andere Zwei-Sterne-Einheiten, die dann mit dem Fässerbild funktionieren. Also verschwindet nachher der Seelenzerstörer, der Ripper, der Himmelsbomber und der Red Axe Chief. Der Gegner macht mich ziemlich fertig mit seinem Werwolf und dem zwei Sterne, wie heißt er, der Meereswächter. Okay, die Runde habe ich doch mal gewonnen. Bin bei 30 Gold und das sieht doch ziemlich gut aus. So. Runde 14. Gut, mittlerweile habe ich jetzt doch endlich mal den Ripper gefunden, aber ich denke nicht, dass ich ihn genommen habe. Nein, ich habe ihn nicht genommen. Ich habe damit anscheinend schon abgeschlossen. Alles klar. Goblin Mac weg. Und wir gehen in den Fässerbild. So, was hat der Gegner? Ah, der Gegner hat schon 6 Krieger. Unter anderem den Piratenkapitän. Er ist der Piratenkapitän. Der Pirate Captain. Ja, ist anscheinend so. Den Schwertkämpfer auf Level 2, den Red Axe Chief auf Level 2, die sich beide sehr gut ergänzen. Und er macht mich einfach platt. Pay attention, you might learn something. So, da habe ich dann nochmal den Herr des Sandes verkauft, damit ich wenigstens über 40 Gold komme. Ich hätte auch die zwei Seelenzerstörer verkaufen können. Das wäre vermutlich die bessere Wahl gewesen. Jetzt habe ich noch einen
flüsternden Propheten bekommen. Jetzt brauche ich nur noch einen und dann könnte ich ihn, wenn ich dann die Klaue finde, ihn auf Level 3 hochstufen. So, die Runde 15 ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche immer den Tank, der am meisten aushält, in die Ecke ganz links unten zu quetschen, damit er da einfach nicht wegkommt. Ist mir in dem Fall jetzt nicht so ganz gut gelungen, weil der große, riesige böse Wolf eigentlich nach ganz unten in die Ecke springen soll und dann von dem stärksten Tank den Schaden abhält. Aber ich sollte hier trotzdem in der Runde gewinnen. Oh ja. Ja, also der Tank ganz rechts unten in die Ecke gequetscht durch noch am besten noch einen anderen Krieger und die Damage-Dealer dann irgendwo links oben. So, in dem Shop ist einfach mal nichts für mich enthalten. Also habe ich einfach einmal hochgelevelt, um schneller auf Level 7 zu kommen. So. Alle wieder zurechtrücken. So, die 50 Gold haben wir erreicht. Die versuche ich jetzt auch zu behalten, damit ich jede Runde 5 Gold dazu bekomme. Aber der Gegner ist auch wieder zu stark. Es ist schon wieder derselbe wie von vorhin. Na, ich glaube nicht. Aber ziemlich viele Mitspieler gehen anscheinend auf 6 Krieger. Was meine momentane Konstellation an Einheiten schlägt. So, da haben wir den Tabu-Hexer, den Schattenkriecher gefunden und jetzt wird verkauft. Und mein Fässerbild kommt aufs Spielfeld. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt habe ich noch das Einhorn mit reingenommen, weil ich einfach keine andere gute Einheit habe. Gut, der Mitspieler mit den Dämonen hat mich jetzt echt fertig gemacht. Aber wir haben jetzt genug Gold, um den Shop zu erneuern und gute Upgrades zu finden. In der Hoffnung, dass ich es jetzt tue oder auf Level 8 gehe. What's that behind you? It's me. Einen Schattenkriecher gefunden, so 69 Gold noch über. Nein, die Entscheidung geht auf Hochleveln. So, die Items neu verteilen. Das Schild auf jeden Fall auf den Holzweiser. Also alle Tank-Items auf den Holzweiser. Und die 2 Magiekristalle spare ich vermutlich für die Klaue. In der Hoffnung, dass ich erstmal die Heilungskugel bekomme und danach die Erneuerungskugel und der die Klaue auf dann statt einem Bär 2 Bären rausholt. Das wäre so das Optimum, was ich mir für den Bild vorstellen kann. Aber den haben wir noch nicht gefunden. So. Jetzt geht's auf Level 8. Und damit können wir noch eine Einheit rein? Oder auch nicht. Haben wir noch ein gutes Upgrade gefunden. Den Schattenkriecher auf Level 2.
Er hat zwar noch keine guten Damage-Items, aber das kann ja noch kommen. In dem Feather-Build versucht man eigentlich so ziemlich alle Einheiten auf Level 3 hochzustufen. Relativ einfach ist es bei den Druiden, also wie heißt er denn jetzt? Mein Gott. Der flüsternde Prophet, den kriegt man relativ schnell auf Level 3, weil der einfach ein Druide ist. Genauso wie den Holzweiser und die Klaue. Ansonsten versuche ich den Tabuhexer auf Level 3 hochzustufen und den Schattenkriecher. Weil der Schattenkriecher nachher mit dem Assassinen-Bonus extrem viel Schaden raushauen kann. Und ja. Und da ist die letzte Einheit, die ich noch für mein Bild brauche. Den Seelenzerstörer will ich eigentlich nicht behalten, sondern ihn austauschen durch den Herr des Sandes. Aber als 2-Sterne-Einheit ist der Seelenzerstörer auf jeden Fall besser als der Herr des Sandes auf Level 1. So, jetzt haben wir hier wieder die Creep Round, die Liesel wie das auf Deutsch heißt, werden wir in den kommenden Videos hoffentlich erfahren. Da wäre jetzt wieder ein guter Zeitpunkt gewesen, um mal zu gucken, welche Einheiten meine Gegenspieler auf der Bank haben und auf dem Spielfeld. Habe ich in dem Fall nicht getan, weiß ich auch erst seit dieser Woche. So, jetzt habe ich den flüsternden Propheten auf Level 2 und suche eigentlich nur noch nach der Klaue, um ihn auf Level 3 hochzustufen. So, 6 Fässer sind jetzt mittlerweile auf dem Spielfeld, weil ich noch den, oh mein Gott, den leuchtenden Bogenschützen gefunden haben. Den ich auch hoffentlich nachher austausche durch den Windranger, weil er einfach besser ist. Aber ich ihn im Shop einfach noch nicht gefunden habe. So. Der Kollege hat uns in die Schranken gewiesen. Aber der gute Dinge. So, da habe ich den Windranger gefunden. Dummerweise habe ich den leuchtenden Bogenschützen auf Level 2 hochgelevelt und damit extrem viel Gold verschenkt. Aber so ist das. Den habe ich nicht. Und da ist noch die Klaue. Jetzt wird die Zeit ein bisschen eng. Aber es hat gerade noch so funktioniert. So, und das, die 8 Einheiten, sind quasi der Feather-Build. Mehr braucht man dafür nicht. Und die sind extrem effektiv. Und jetzt guckt man einfach nur, dass man noch Upgrades findet für die Einheiten. Also für die Klaue auf jeden Fall, um den auf Level 3 hochzustufen. Den Lichtfeder-Assassin auf Level 2 und den Herr des Sandes auf Level 2 fehlt mir noch und der Schattenkriecher auf Level 3. Ach, und der Tabu-Hexer auf Level 3. So, das Einhorn können wir mal kaufen und verkaufen. Das bringt immer ein Gold plus. So, da haben wir jetzt den Holzweiser auf Level 3. Können wieder die Einhörner verkaufen. Schön dumm. Erstmal verkauft. Also ein Level 3 Einhorn braucht man auf jeden Fall nicht herstellen. Da verschenkt man dann wieder Gold. Aber na gut, so ist es. Das kann ja mal passieren. So, ansonsten sieht es jetzt echt ganz gut aus. Und unsere Gegner schlagen uns nicht mehr so schnell. Ich glaube, auf Platz 1 ist gerade der Spieler mit
dem Dämonenbild. Ja, dem Dämonenbild. Da ist noch ein Herr des Landes, den ich aber nicht nehme, weil ich versuche, den Schattenkriecher auf Level 3 hochzustufen und den Tabu-Hexer. So, jetzt haben wir auch kein Gold mehr. Jetzt heißt es einfach sparen. So, noch ein paar Items verteilen. Da muss Sinn machen. Ja, der Gegner hat schon Level 3 Red Axe Chief, ziemlich stark, den Doom, oder wie er im Deutschen heißt, den Weltuntergangsrichter, den Pirate Captain, an sich eine sehr, sehr starke Kombination. Aber mit dem Featherbild hat man da gute Chancen, dennoch zu gewinnen. Die Krieger halten zwar extrem viel aus, aber die treffen halt auch nicht. Und wenn sie nicht treffen, regenerieren sie keinen Mana. Und somit können sie ihre ganzen Fähigkeiten so häufig einsetzen. So, den Windranger möchte ich noch auf Level 3 bringen. Auf Level 2. Und dann wäre das Ding komplett. Jetzt kommt wieder die Creep Round, der Wild Wing Ripper. Oder die Wild Wing Ripper. Ah, die sind kein Problem. Jetzt wäre wieder der Zeitpunkt, mal in die Listen zu gucken der Kontrahenten, aber warum auch immer, ich tue es nicht. Jetzt ein wichtiges Item für den Schattkriecher gefunden und dem Windranger auch ein Item gegeben. Habe ich jetzt gar nicht mehr so schnell gesehen. Und dem Windranger auf Level 2. Genau. Was ist das für ein Zauberstab? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall erhöht er die er erhöht um 20% den Schaden durch seine Ultimate. So, der Kollege spielt, ich glaube, ein Beast Warrior. Und ja, mit dem, wie heißt der komische Wurm? Dem Giftwurm. Giftiger Wurm. Extrem nervige Einheit. Den haben wir zum Glück nicht so oft getroffen jetzt hier in der Runde. Hätten wir ihn getroffen, würden wir unglaublich viel Lebenspunkte schon verloren haben. Weil durch die ganzen Würmer, die er spawnt, verliert man halt relativ schnell sehr, sehr viel Lebenspunkte. So, jetzt fehlt mir jeweils zwei Schattenkriecher und zwei Tabu-Hexer, die ich noch finden muss. Und die Klaue. Mensch, die Klaue ist ja auch noch erst Level 2. Tja, so ist es manchmal. Da sucht man, haut sein ganzes Gold raus und findet aber nicht die Erhänge, die man braucht. Das ist halt echt das Coole an dem Spiel, dass auch viel Glück dabei ist. Ab und zu ist das Glück auch nicht auf meiner Seite. Und ich finde einfach nicht die Einheiten, die ich brauche und lande auf Platz 6, 5. So, den Lichtfeder-Assassin bzw. Shining Assassin, den auf Rang 3 zu bringen, bringt nicht so unglaublich viel in meinen Augen.
der kann ruhig Rang 2 bleiben, weil er einfach zu teuer ist, wenn man ihn auf Rang 3 bringen möchte. Und viel stärker ist er dann im Endeffekt auch. Da haben wir wieder den ganz normalen Kriegerbild. Aber die sollten kein Problem sein. Deswegen sind wir auf dem Fesselbild umgestiegen, damit wir uns mit den auf jeden Fall messen können. Alternativ hätte man jetzt auch auf ein Mage-Bild gehen können. Also entweder 6 Magier oder was noch gut ging, Krieger, der Gottbild, also den, wie heißt er, Gott des Krieges, Kriegsgott. Und ab Level 8 dann den Gott des Donners, der gute Zeus. Was noch gut ging, die Krieger, der Drachenmagier-Bild. Heute hatte ich ein Spiel, da habe ich auch wieder wie hier am Anfang viele Goblin und Max gefunden. Allerdings haben alle Gegner Magier gespielt, beziehungsweise Magier, Drachenmagier, beziehungsweise was gab's noch? Godmages, und damit habe ich halt einfach verloren. Da kommt dann so viel Schaden. So, hier wird's ein bisschen eng. Aber ich hoffe, wir schaffen das noch. Ja, so ein Level 3 Red Axe Chief hält schon eine Menge aus. Jawohl. Immerhin ein Draw. Warum wurde ich defeated? Oh, der Level 3 Red Axe Chief lebt noch. Na gut, aber nicht so viel HP verloren. So, mittlerweile sind nur noch 3 Spieler im Rennen. Jetzt gab es eine ganze Menge Upgrades. Unter anderem ein Item, was ich auch versuche immer herzustellen, diese Himmelsgabe, Heaven's Gift, da das blaue Item. Und ja, weil es halt ein Schild für alle gibt und es halt extrem stark. Jetzt kommt wieder ein Creepbound, Thunderhide, aber die ist in Runde 30 auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem. Ein bisschen knifflig wird Runde 40 mit dem Glacier Clan. Da könnte es ein bisschen eng für uns werden, aber das sollten wir schon. So, ein seltsames Ei, noch ein seltsames Ei. Und damit kann ich mir jetzt die Klaue auf Level 3 hochstufen und den Schattenkrieger auf Level 3. Und damit sind wir ziemlich unschlagbar. Und so, im Rennen sieht jetzt nur noch einer. Spielt er einen neuen Krieger? Ja. Einen neuen Krieger. Und der andere Spieler mit seinem Demon-Bild. Ja, der mit seinen neuen Kriegern stellt jetzt kein Problem mehr dar. Und gegen den Mitspieler mit den vielen Dämonen müssen wir mal schauen, wie wir uns da jetzt schlagen. Er sollte jetzt eigentlich unser nächster Gegner werden. Level 3 Höllenritter
Level 3. Wie heißt der Gute? Schattendämon. Aber kein Problem für uns. Ja, wir können jetzt ja auch nicht mehr so viel an unserem Bild machen. Also entweder wir gewinnen oder wir verlieren halt. Ein bisschen was an der Positionierung könnten wir noch ändern. Allerdings würde es nicht viel bringen, wenn wir jetzt auf Level 9 hochgehen. Weil da ist dann halt einfach nicht mehr viel zu machen. Ah, also die Synergien sind super aufeinander abgestimmt. 9 Fässert erreichen wir auf jeden Fall nicht mit dem Bild. 4 Beasts werden wir nicht erreichen, 6 Assassins werden wir nicht erreichen. Auf Level 10 könnte man dann noch 2 hier ist die Bogenschütze, 2 Archer einsetzen, aber auf Level 10 kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Da sind die 3 Sterne Einheiten auf jeden Fall wichtiger als Level 10 zu erreichen. Also die neuen Krieger auf jeden Fall gar kein Problem für den Fässert-Bild. Deswegen sind wir auch darauf gegangen. In der weisen Voraussicht. Er ist jetzt auch mittlerweile Level 10. Aber jetzt gucken wir erstmal den Dämonenjäger zu, wie wir uns da schlagen. Sehr ausgeglichen. Trotzdem gewonnen. Solide gewonnen. Also, die neuen Krieger sind auch fast raus. Er hat nur noch 2 Gesundheit. Kein Gold mehr. Also sind wir auf jeden Fall schon mal unter den Top 2. Und ja, brauchen nur noch einen Tabu-Hexer, um ihn auf Level 3 hochzustufen. Jetzt habe ich das Einhorn verkauft, um über die 11, um auf 11 Gold zu kommen. Und in der nächsten Runde nach dem Black Dragon King ja, einfach noch ein bisschen mehr Gold zur Verfügung zu haben, um hoffentlich den Tabu-Hexer zu finden, der mir noch fehlt. Der Black Dragon King ist so schwer. Jetzt haben wir noch einen Life-Crystal bekommen. Ja, diese Pfeife ist extrem gut. Würde mir jetzt nicht so viel gegen, bei Kriegern auf jeden Fall bräuchte ich das Item nicht. Gegen den Hexer, gegen den Dämonenspieler bin ich mir nicht sicher, ob es da was bringen würde. Aber, weil es halt einfach nur Magie abhält. Und so viel Magieschaden haben die Krieger nicht, nämlich fast gar keinen, außer vom Piratenkapitän kommt ein bisschen Magieschaden durch. Ja. Da der blaue Schild ist halt diese Magie, diese Jadepfeife. Ja, aber kein Problem. Und damit denke ich, ist er gleich raus. Er spielt gerade gegen den Mitspieler, der auf Dämonen geht.
Ja, uns fehlt immer noch der eine Tabu-Hexer. Mal sehen, ob wir ihn jetzt finden. Oh Gott, der ist er. Der letzte. Und so, schnell noch die Positionierung wieder zurückändern. In der vorigen Runde habe ich es irgendwie nicht gemacht. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn man nach der Creep Round hoffentlich gewonnen hat, wieder seine Einheiten auf den ursprünglichen Platz zurückstellt. Das ist mir anscheinend in Runde 36 nicht gelungen, aber in Runde 37. Allerdings ist meine Positionierung gerade extrem schlecht, weil wir haben verloren. Und das zum größten Teil aufgrund des, wie heißt der Gute? Des gefallenen Dämonenjägers. So, die neuen Krieger sind jetzt auf jeden Fall raus. Wir bekommen eine Masse an Items und können uns wieder verstärken. Ja, die meisten Items gehen auf den Shadowcrawler, zumindest alle Schadens-Items. Und wir versuchen unseren Holzweiser und unseren Tabu-Hexer so gut wie möglich auszustatten mit Rüstung und defensiven Items. So, die Runde verlieren wir, glaube ich, auch. Viel machen an unseren Einheiten können wir jetzt nicht mehr. Also müssen wir mal gucken, ob wir einfach unsere Positionierung der Einheiten ein bisschen anpassen. Ich hoffe, das habe ich in dieser Runde getan. Genau. Ich habe mir gedacht, wenn der gefallene, was ist er, gefallene Dämonenjäger durch meinen Tabu-Hexer daran gehindert wird, sich zu verwandeln, könnte das ganz gut werden. Also wechsle ich auf dieselbe Seite wie er. Und hoffe, dass das ausreicht. Ja, der Tabu-Hexer kam nicht an den Dämonenjäger ran, weil der einfach in die andere Richtung gesprungen ist. Und damit haben wir nur noch 4 Gesundheit? Wir müssen jetzt hoffen, dass wir noch den Glacier Clan besiegen, um noch ein paar Items abzugreifen, die uns dabei helfen, vielleicht Platz 1 zu werden. Schwierigkeiten, zumindest habe ich rausgefunden, hat man auf jeden Fall mit einem Mage-Bild, da hat man unglaublich schlechte Karten, das zu schaffen. Da scheitere ich dann auf jeden Fall auch jede Runde dran. So, jetzt haben wir ein ganz gutes, den Race Crystal Attack Speed increased um 80%. Habe ich das richtig gelesen? Alles auf den Schattenkriecher, auf den Shadowcrawler. So, jetzt nochmal schnell die Positionierung zurückändern. So, jetzt genau ganz vorne hin, sodass der Tabu-Hexer auf jeden Fall auf den gefallenen Dämonenjäger trifft. Das tut er in dem Fall auch. Wurde nur gerade verwandelt in Pinguin. Aber er hindert ihn schön daran, sich umzuwandeln, und damit sollte
wir jetzt die Runde auch gewinnen. Ja, das sieht gut aus. Und der Nickel ist auch ausgeschieden und damit sind wir Platz 1. Sehr schön. Ja, das war der Fazerd-Build. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Das ist jetzt mein erstes Video. In Zukunft versuche ich halt Videos hochzuladen, wo ich gleichzeitig rede und spiele. Dann habe ich auch nicht die doppelte Arbeit. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir entweder einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich unglaublich doll freuen. Und dann ciao.